BILLA wurde vor 70 Jahren von Karl Vlaschek gegründet und ist heute ein Teil der Rewe Group. Wir beschäftigen über 30.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und führen 1.300 BILLA und BILLA Plus Märkte in Österreich. Durch unsere deutschen Kollegen, die haben SOLUM schon seit längerer Zeit im Einsatz. Da war es auch für uns klar, dass wir das in Österreich ausprobieren. Gesagt, getan, im September 2021 haben wir den ersten BILLA-Markt mit elektronischen Labels von SOLUM ausgestattet. In dem BILLA-Markt, in dem wir jetzt sind, haben wir ca. 9.200 Labels installiert. Wir verwenden von SOLUM Labels in den Größen 1,6 Zoll, 2,6 Zoll und 4,2 Zoll. Aktuell haben wir in 37 BILLA und BILLA Plus Filialen SOLUM installiert. In den ersten Filialen, wo wir SOLUM installiert haben, haben wir die erste Installation und Schulung vor Ort mitbegleitet. Doch aufgrund der sehr einfachen Handhabung mit SOLUM sind wir darauf gekommen, dass unser E-Learning-Portal den Filialen oft genug reicht. Die Vorteile von SOLUM sind die rasche Verbindung zu unseren Access Points und unseren Systemen, definitiv weniger Displaybrüche durch die robuste Hülle. Auch ein Vorteil ist die Batterielaufzeit von ca. 10 Jahren und man kann die Batterien auch manuell wieder tauschen. In Zukunft haben wir vor, die LED-Funktion von SOLUM zu verwenden, und zwar im Bereich der Mindesthaltbarkeitsdatum-Ablaufkontrolle, um hier den Verschleiß von Nahrungsmitteln zu mindern. Es besteht auch die Möglichkeit, an die NFC-Funktion am Display über eine Uhr anzuzeigen oder dort Bilder und Videos direkt dem Kunden zur Verfügung zu stellen. Die Personalsuche ist schwierig, wie in allen anderen Bereichen auch. Und das wird sich in den nächsten Wochen und Monaten nicht bessern. Aus diesem Grund sind digitale Lösungen für unsere Mitarbeiter immens wichtig. Wird heute ein BILLA-Markt neu eröffnet oder umgebaut, werden automatisch elektronische Labels installiert. Bei unserem wöchentlichen Aktionswechsel haben unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen so gut wie keinen Zeitaufwand mehr und können sich auf unsere Kunden fokussieren. Diese Aufmerksamkeit nimmt der Kunde positiv wahr. Der Kunde kann davon ausgehen, dass er den Preis, was er im Regal sieht, sich auch in der Kasse widerspiegelt. Das sind Sachen, die positiv in den Kunden Erlebnis einzahlen. Schlussendlich, jede Papiereinsparung ist nachhaltig und schont unsere Umwelt.